Also möchte ich euch herzlich begrüßen zu diesem Vortrag zum Thema Shit Happens, Hanf, Kiffen, THC und die Gesetze zur Verfolgung von Cannabis in der Schweiz. Mein Name ist Sven Schendekrehl, ich bin Vorstandsmitglied vom Verein Legalize It. Wir haben auch einen Stand dort am Stand 104 und ich beschäftige mich jetzt seit 20 Jahren so mit den ganzen rechtlichen Fragen rund um Hanf in der Schweiz. Bin jetzt zurzeit dran, die 10. Auflage unserer Rechtshilfebroschüre zu diesem Thema zusammenzustellen. Die sollte Ende September dann vorliegen. Und ich werde die jetzt auch, das Korrekturexemplar jetzt benutzen für diesen Vortrag zu diesen verschiedenen Stufen der Legalität, Illegalität von Hanf und THC in der Schweiz. Wir werden sehr stark einfach rund um Tetrahydrocannabinol fokussieren, also um THC. THC ist zwar nicht die einzige Wirksubstanz im Hanf, aber es ist die Substanz, die in den verschiedenen Gesetzen, die mit Hanf und THC zu tun haben, eigentlich die relevante Rolle spielt. Also dass es dann eben THC-Grenzwerte gibt, was ist erlaubt, was ist verboten. Es gibt eigentlich verschiedene Stufen, wenn man das von der Legalität, Illegalität von Hanf in der Schweiz anschaut. Auf der einen Seite gibt es einen Bereich, der ist völlig legal. Das sind Lebensmittel, die THC-Spürchen enthalten. Die sind definiert in einer Verordnung. Das sind sehr geringe THC-Werte, aber zum Beispiel Hanfspeisöl darf bestimmte THC-Mengen enthalten und legal verkauft und natürlich auch gekauft werden und auch konsumiert werden. Die neuen Sachen, wie zum Beispiel, dass man jetzt auch Zierpflanzen aus THC-armem Hanf verkauft oder dann auch Blüten aus THC-armem Hanf, ist noch relativ neu, ist aber im Prinzip möglich, solange es nicht gegen das Heilmittelgesetz verstößt oder gegen das Landwirtschaftsgesetz. Weil im Betäubungsmittelgesetz, und jetzt kommen wir zu dem ganzen Bereich der Illegalität, des Verbotes, im Betäubungsmittelgesetz wird Hanf definiert als illegal, wenn er 1% THC erreicht oder mehr aufweist. Das gilt auch für Hanfsamen, sofern daraus Pflanzen entstehen können, die mehr als 1% THC erreichen. Dann gelten auch diese Hanfsamen bereits als illegale Betäubungsmittel. Das ist so die grundsätzliche Definition im Betäubungsmittelgesetz, eben 1%. Das heißt, wenn es darunter liegt, unter 1% THC, greift das Betäubungsmittelgesetz nicht. Dann kommen eben allenfalls Landwirtschaftsgesetz oder Heilmittelgesetz zum Tragen oder das Lebensmittelgesetz, wie vorher erwähnt. Aber sonst, das Betäubungsmittelgesetz beginnt eigentlich bei einem Gehalt von 1% THC. Definiert das als verboten. Allerdings in diesem ganzen riesigen Bereich des Verbotes, den wir dann da in verschiedenen Stufen schnell durchgehen werden, gibt es dann noch eine kleine Ausnahme. Das ist die geringfügige Menge Cannabis, das heißt bis 10 Gramm, ist laut Gesetz definiert als eine straffreie Menge. Wenn man diese Menge also besitzt für den eigenen Konsum, für den persönlichen eigenen Konsum, dann ist das eigentlich keine strafbare Handlung. Es gibt aber praktisch keinen Polizeikorps in der Schweiz, die sich an diese Vorschrift halten würde. Wir haben jetzt gerade wieder so eine kleine Auseinandersetzung heute in der einen Sonntagszeitung mit dieser geringfügigen Menge, weil es gibt jetzt das erste Bezirksgerichtsurteil vom Bezirksgericht Zürich, dass dann auch wirklich jemanden mit einer Menge von unter 10 Gramm, er hatte konkret 8 Gramm dabei, freigesprochen hat. Im Prinzip ist es auch so, vom Gesetz her ist es definiert, bis zu 10 Gramm ist straffrei. Aber eben, es wird faktisch von keinem Polizeikorps in der Schweiz respektiert, beziehungsweise man müsste dann vor Gericht gehen und diese Straffreiheit einklagen. Und dann kann es halt sehr verschieden herauskommen, dann vor allem von den Kosten her. Wobei jetzt dieses Gerichtsurteil, das ihr findet ja auch auf unserer Homepage, hanflegal.ch/quasilegal, dort habe ich den ganzen Bereich dieser minimalen Quasi-Legalität, die in der Schweiz eigentlich gibt, so zusammengefasst. Aber eben, man sollte sich nicht zu sicher sein. Also ich denke, kein Polizeikorps hört das gerne. Aber es ist so, dass es vom Gesetz her, die Vorbereitungshandlungen bis zu 10 Gramm sind straffrei. Das gilt aber nicht für den Konsum. Der Konsum ist immer strafbar. Und der Konsum stellt eine Übertretung dar. Und jetzt fängt so die ganze Illegalität an. Eine Übertretung dar, das wird normalerweise bestraft mit einer Buße und Gebühren. Das gibt ein paar hundert Franken. Die einzige Ausnahme von dem, das ist, wenn der Konsum polizeilich beobachtet wurde. Wenn der Konsum polizeilich beobachtet wurde, kann die Polizei mittlerweile in der Schweiz eine Ordnungsbuße über 100 Franken erteilen und die Sache ist soweit erledigt.
wenn man eben nicht mehr als die quasi legalen 10 Gramm dabei hat. Aber das gilt nur für den beobachteten Konsum. Jeglicher Konsum, der nicht beobachtet wurde, der zum Beispiel in einem Protokoll gestanden wurde von einem Angeklagten oder ähnliches, kann nicht mit einer Ordnungsbuße bestraft werden. Dann macht die Polizei eine Verzeihung, das heißt, sie macht ein Protokoll, versucht möglichst alle illegalen Handlungen, die jemand so gemacht hat, zusammenzufassen, verzeigt diese Person dann und dann kommt dann Stadtrichteramt, Statthalteramt oder die Staatsanwaltschaft zum Zug, die dann das Urteil fällen. Für Übertretungen gibt es eigentlich auch keine Mengengrenze. Man kann ein halbes Kilo besitzen oder ein Gramm. Der entscheidende Punkt ist es für den eigenen Konsum gedacht? Wenn es für den eigenen Konsum gedacht ist, dann sollte Betäubungsmittelgesetz Artikel 19a greifen, wo das definiert ist. Dort ist Konsum bestraft, wie auch sämtliche Vorbereitungshandlungen, aber eigentlich auf der kleinsten illegalen Stufe, nämlich der Übertretung, eben eine Buße und Gebühren. Das kann sich auch sehr schnell auf 500, 700, 800 Franken beim ersten Mal summieren, aber es ist die kleinere Form der Illegalität. Die größere Form der Illegalität und das Vergehen, das wäre dann der Artikel 19 vom Betäubungsmittelgesetz, der kommt dann zum Zug, wenn irgendeine Weitergabe oder auch nur schon die Absicht einer Weitergabe vorliegt. Also zum Beispiel im letzten Frühling wurden etwa 3000 Leute verzeigt, weil sie sich Hanfsamen aus Holland bestellt hatten. Der Zoll hat all diese Kuverts geöffnet und die Leute verzeigt, oder? Und wer dann zugegeben hat im Protokoll, ja, von diesen 15 Sämchen sind 12 für mich, 3 für einen Kollegen, dann reicht bereits dieses Geständnis von dieser Weitergabeabsicht von 3 Hanfsamen, die letztendlich Pflanzen mit mehr als 1% THC erreichen können, um dann wirklich wegen einem Vergehen verurteilt zu werden. Also für ein Vergehen ist entscheidend, dass irgendetwas weitergegeben wurde, was ein illegales Betäubungsmittel ist. Das kann ein Krümel sein, das kann eine ganze Platte sein, das spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Sondern der Punkt ist, wechselt illegales Betäubungsmittelmaterial, also Hasch oder Gras, den Besitzer. Wenn das polizeilich erfasst wird, ist es ein Vergehen. Das führt dann auch nicht nur zu einer Buße und Gebühren, sondern auch zu einer Geldstrafe plus dann einem Eintrag im Strafregister. Man ist also vorbestraft. Und auch hier gibt es keine Mengengrenze. Es ist nur entscheidend, ob irgendein Material die Hand gewechselt hat. Dann gibt es noch eine Verschärfung. Innerhalb der Vergehen gibt es dann noch den schweren Fall. Das ist dann, wenn jemand mehr als 100.000 Franken Umsatz macht oder mehr als 10.000 Franken Gewinn, dann gilt man als schwerer Fall und dann ist die Mindeststrafe 1 Jahr Freiheitsentzug. Das geht dann eigentlich theoretisch bis auf 20 Jahre herauf im Strafandrohungsmaß. Das ist dann die höchste Stufe der Illegalität von Hanf in der Schweiz. Was auch ein Vergehen darstellt, ist das Führen eines Motorfahrzeuges mit THC-Spuren im Blut. Sobald man dort mehr als 1,5 Mikrogramm THC pro Liter Blut aufweist, hat man ein Vergehen begangen, genannt dann eben Fahren unter Drogen. Also auch wenn keinerlei Probleme aufgetaucht sind, kein Unfall passiert ist oder irgendetwas, genügt einfach der Nachweis von THC im Blut, dass man fahruntüchtig eigentlich ein Auto gelenkt hat. Das ist auch ein Vergehen. Das gibt dann auch einen Strafregister-Eintrag. Dann gibt es noch so einen kleinen Bereich, der wiederum legal ist. Das ist die medizinische Verwendung, sofern alle Beteiligten über eine Sonderbewilligung des Bundesamtes für Gesundheit verfügen. Das heißt, sowohl der Patient wie der Arzt wie der Anbauer müssen über solche Sonderbewilligungen verfügen. Dann können auch THC-haltige Produkte mit 2,5 und 5% THC medizinisch verschrieben werden. Die bürokratischen Hürden für das sind aber sehr, sehr hoch. Es ist sehr mühsam für die Ärzte, das zu tun. Und die Sonderbewilligungen müssen dann auch alle halbe Jahre wieder verlängert werden. Von dem her haben nur sehr wenige Leute das bis jetzt geschafft, eine solche Sonderbewilligung zu bekommen. Es sind dann auch nur Tröpfchen mit 2,5 und 5%. Was das BAG sicher immer ausschließt, das sind Materialien, die geraucht werden können oder so, weil sie finden, das ist medizinisch dann nicht zulässig. Das wären also so die verschiedenen Stufen, eben auf der einen Seite der völlig legale Bereich, die Lebensmittel mit Spuren von THC. Dann gibt es so einen Bereich der Quasi-Legalität, auch wenn dann 10 Gramm Hasch oder Gras eigentlich ein verbotenes Betäubungsmittel sind, kann man dafür nicht bestraft werden laut Gesetz. Dann gibt es die Ebene, wenn der Polizist direkt einen Konsum beobachtet. Dafür kann er eine Ordnungsbuße über 100 Franken geben. Die nächste Stufe ist dann eigentlich eine normale Übertretung, eben
Vorbereitungshandlungen für den eigenen Konsum mit mehr als 10 Gramm. Dort wird man verzeigt und erhält eine Buße von ein paar hundert Franken. Es differiert ein bisschen in der Schweiz, so zwischen 200 und etwa 1000 Franken beim allerersten Mal. Also bei wiederholter Auffälligkeit wird das dann dort auch teurer. Und dann die eigentlichen Vergehen, zuerst die kleinen Vergehen, die mit einer Geldstrafe gehandelt werden können, sobald irgendetwas weitergegeben wurde. Und dann die großen Vergehen, sobald ein Umsatz von mehr als 100.000 erreicht wurde, das ist dann eben der schwere Fall. Das wären so der grobe Überblick. Das ist dann auch so die Rückseite von unserer Broschüre, wo die verschiedenen Stufen der Legalität, Illegalität kurz zusammenfasst. Dann vielleicht auch noch schnell, das haben wir dann in der Mitte, das wird die neue Mittelseite sein, wo dann auch die konkreten Fälle, also ich kann noch schnell sagen, was da so etwa vorliegt. 2015 gab es 18.319 Ordnungsbußen wegen Cannabiskonsums in der Schweiz. Dazu 35.874 Verzeigungen wegen Cannabiskonsums und Besitz für den Eigenbedarf. Dazu 11.434 Verzeigungen wegen Vergehen, wegen kleinen Vergehen, also wegen Weitergabehandlungen, Verschenken, Verkaufen im kleineren Stil. Und dann noch 427 Verzeigungen wegen dem schweren Fall, also mit einer Strafandrohung von mindestens einem Jahr. Das sind gegen 60.000 verschiedene Menschen, die im 2015 wegen Cannabis polizeilich behelligt wurden. Das ist eine enorme Anzahl. Natürlich im Verhältnis zu allen gerauchten Joints ist es auch wieder nichts. Aber man muss schon damit rechnen, dass etwa 10% der Leute, die mit Cannabis Umgang haben, in der Schweiz jedes Jahr verzeigt werden. Früher oder später wird es jeden und jede treffen. Das kann man sicher sagen. Ich habe sehr viele Leute in der Beratung, die 30, 40 Jahre konsumiert haben und dann zum ersten Mal erwischt werden. Früher oder später wird es alle treffen. Von dem her wäre mein Anliegen, dass sich Menschen vorher mit dieser Illegalität auseinandersetzen, mit den verschiedenen Stufen der Illegalität. Weil das Hauptproblem ist, in einer polizeilichen Einvernahme, dort ist es dann fast ein bisschen spät, sich zu überlegen, was man aussagen will, was man verschweigen will, weil dort ist der Stresslevel enorm hoch. Und von daher wäre es sehr, sehr sinnvoll, wenn man sich vorher überlegt, wie man mit solchen Stresssituationen, die auch sehr plötzlich passieren können, umgeht, damit man sich nicht selber noch weiter ins Schlamassel reinreitet, was ich immer wieder bei sehr vielen Leuten gesehen habe, wenn man dann einfach mit der Polizei zu offenherzig spricht in einer Einvernahme, dann kann das Strafmaß dann plötzlich enorm ansteigen. Ja, das wäre so mein kurzer Überblick über die verschiedenen Stufen der Legalität, Illegalität. Ich denke, wir könnten jetzt eine Runde machen, wenn Leute noch Verständnisfragen haben zu dem, was ich jetzt gesagt habe, dass wir das vielleicht noch klären könnten. Und dann in einem zweiten Teil würde ich vorschlagen, dass wenn dann Leute noch konkrete Fragen haben zu ihren Fällen oder was sie erlebt haben, dass wir vielleicht noch auf das ein bisschen eingehen könnten. Und somit zu einem ersten Teil vielleicht einfach noch so, ob Verständnisfragen da sind, dass wir die vielleicht noch schnell aus dem Weg räumen könnten. Jetzt hast du ja. Ja, massive. Also du führst illegale Betäubungsmittel mit einem Motorfahrzeug. Es ist ein verbotenes Betäubungsmittel und der Besitz bis 10 Gramm ist straffrei. Es ist wirklich genau auf der Kante zur Illegalität, oder? Aber das Mitführen von Betäubungsmitteln in einem Motorfahrzeug, denke ich wirklich, das ist eine sehr, sehr schlechte Idee. Auch wenn es nur ein Krümel ist. Außer du würdest sagen, du dealst nur damit, oder? Es ist nicht für den eigenen Konsum, dein Blut ist völlig sauber. Aber auch dann würde ich sagen, dass das Straßenverkehrsamt findet, da müsste man mindestens mal genauer hinschauen, oder? Aber sonst wirklich strafbar fahren unter Drogen ist der Nachweis von THC im Blut, oder? Das ist schon so. Aber das Mitführen von Drogen führt normalerweise dazu, dass das Straßenverkehrsamt findet, okay, es gibt keine Trennung von Drogen und Straßenverkehr. Damit ist eine erhöhte Wahrscheinlichkeit gegeben, dass man während der Teilnahme am Straßenverkehr doch eventuell konsumiert, oder? Was natürlich schon ein bisschen speziell ist, weil ein Bierharas kann jeder mittransportieren, ohne dass man diese Vermutung anstellt. Aber bei den illegalen Betäubungsmitteln wird diese Vermutung relativ schnell angestellt, oder?
Ja, das ist auch das Problem, oder? Jetzt zum Beispiel der Kanton Zürich hat entschieden, einen Dienstbefehl für die Polizei zu erstellen, indem man sagt, okay, wenn jemand mit unter 10 Gramm angetroffen wird, ohne Konsum, das wäre eigentlich diese Straffreiheit, gibt es eine Ordnungsbuße. Das haben sie jetzt eigentlich auch die letzten 3 Jahre so getan. Ein paar Leute haben diese Ordnungsbuße nicht bezahlt und gefunden, ich zahle keine Buße für etwas, wo im Gesetz steht, es sei straffrei. Wieso? Oder? Sie haben sehr viele Fälle einfach versanden lassen. Sie haben sie nicht vor Gericht gebracht. Die Leute haben nichts mehr gehört. Ja, das ist jetzt die Frage, oder? Jetzt hat es einer wirklich vor Gericht geschafft, das Bezirksgerichtsurteil dort vom letzten September. Ist auch heute nochmal in der einen Sonntagszeitung gekommen, die ganze Geschichte. Aber man muss schauen. Es ist wirklich, darum habe ich es auch auf der Broschüre, ist es nicht grün, es ist gelb, diese quasi legale Stufe, oder? Aber es ist schon so, wenn im Gesetz steht, es ist straffrei, dann ist es eigentlich nicht möglich, es hat auch das Bezirksgericht gefunden, ist es nicht möglich, eine Strafe auszufällen, weil sonst macht unser ganzes Rechtssystem keinen Sinn, oder? Das Problem ist einfach, wenn jetzt jemand eine Ordnungsbuße bekommt, 100 Franken, 99% haben keine Lust, sich dann noch weiter oder einen Rekurs zu machen, das ordentliche Verfahren zu verlangen, ordentlich gebüßt zu werden, dann dagegen den Rekurs zu machen. Es zieht sich natürlich auch Monate, wenn nicht sogar Jahre hin, oder? Also auch der Fall, dass etwa 2-3 Jahre gegangen, bis nur schon vor Bezirksgericht überhaupt ein Urteil vorlag, oder? Das heißt, es zieht sich sehr, sehr lange hin und wenn irgendetwas hängen bleibt, dann wirst du sogar bei einem Freispruch die Gebühren zahlen müssen, oder? Und das ist jetzt wirklich ein sehr gutes Urteil gewesen vom Bezirksgericht, weil sie haben wirklich keinerlei Gebühren auferlegt, im Gegenteil seinem Verteidiger noch 200 Franken zugesprochen, oder, für dieses Vorgehen. Aber das ist schon eines der großen Risiken, wenn man einen Rekurs macht. Im Normalfall bleibt irgendetwas Illegales hängen. Und wenn es ein einzelner Konsum irgendwo ist, oder? Und dann kann man die gesamten Gebühren der Gerichtsverhandlung, die sind dann schnell 500 oder 1000 Franken, nur schon auf der Bezirksgerichtsstufe. Vor Bundesgericht sind es dann nur schon beim ablehnenden Entscheid 2000 Franken, oder? Und das wird standardmäßig, also dort wird es dann eigentlich praktisch immer sehr viel teurer, oder? Aber selbst wenn man gewinnt, oder, hat man natürlich eine unzählige Anzahl von Stunden verbraten, um das überhaupt zu erreichen. Während die andere Seite, also Gratisstunden meine ich, von deiner Freizeit, oder? Während die andere Seite natürlich jede Minute aufschreibt, von dem her war es ja auch lustig, dass das Stadtrichteramt dann dieses Urteil nicht weitergezogen hat, weil sie die Fristen verpasst haben, oder? Weil das Problem ist wirklich bei den Rekursen, der Staat hat jede Zeit der Welt, oder? Sie nehmen sich wirklich zum Teil, geht es ein halbes Jahr, ein Jahr, bis irgendjemand etwas hört und dann hast du 10 Tage Zeit, oder? Und das ist auch ein schönes Beispiel jetzt von diesem Stadtrichteramt, wo man gesehen hat, dass man diese Fristen nicht einhalten kann im Normalfall. Oder? Es ist nicht möglich für einen Nicht-Juristen ohne irgendwie finanzielle Ressourcen, ist es fast nicht möglich, innerhalb von 10 Tagen einen vernünftigen Rekurs aufzusetzen. Oder? Und das hat jetzt das Stadtrichteramt auch wieder bewiesen, wo sie dieses Urteil, das sie eigentlich gern weitergezogen hätten, nicht geschafft haben, weil sie die Fristen verpasst haben. Oder? Und das muss man wirklich sehen. Also wenn man mit ihnen wirklich kämpfen will, dann braucht man Nerven, einen gewissen finanziellen Background und Zeit. Oder? Also das ist wirklich das, was man einfach sagen muss. Von dem her kann ich den Leuten auch nicht empfehlen, wenn sie jetzt eine Ordnungsbuße bekommen haben für eine eigentlich straffreie Menge, dann zwingend einen Rekurs zu machen, weil die Nerven, die du brauchen wirst, wird sicher 100 Franken übersteigen. Oder? Das muss man ehrlich sagen. Aber es ist natürlich schon so, wenn das alle tun würden, also ihr System würde sofort zusammenbrechen, oder? Das ist aber auch ein allgemeines Problem. Auf der einen Seite sind wir enorm viele, oder? Aber jede und jeder Einzelne lässt sich individuell fertig machen, oder? Sowohl im Straßenverkehr, wie auch beim Konsum draußen oder beim Besitz daheim, bei Samenbestellungen, oder? Jeder Einzelne wird für sich fertig gemacht vom System, oder? Und das ist natürlich das Problem, weil auf der einen Seite hast du dann diese vereinzelten Leute, die eigentlich dann unter Druck sind und dann eigentlich quasi ohne Ressourcen innerhalb von 10 Tagen entscheiden müssen, was mache ich jetzt, oder? Und auf der anderen Seite hast du einen Apparat, der natürlich mit sinnlosen Geldern gefüttert wird und es nicht einmal schafft, die eigenen sich. Ja. Das ist wirklich zum Teil sehr, sehr peinlich, was man dort erlebt. Und, aber eben, grundsätzlich ist das so. Man muss aber auch sagen, dass der Kanton Zürich natürlich mit dieser Ordnungsbuße für den Besitz einer straffreien Menge eigentlich noch gut dasteht. In den meisten anderen Kantonen wirst du verzeiht, wie, wenn es eine strafbare Menge wäre. Also wird ein Protokoll aufgenommen, es wird geschaut, was hast du sonst konsumiert. Wenn du das gestehst, dann hat man ja den Konsum von der Vergangenheit von dir gestanden und dann kann man dich einfach auf der normalen Ebene verzeihen, oder?
Das ist jetzt eigentlich so, Sie haben das eigentlich eingeführt seit der Ordnungsbußenbestimmung, das war 2011, oder? 2013 haben Sie das eingeführt. Und dann haben Sie in dem Dienstbefehl das so festgelegt, oder, dass man auch für eine straffreie Menge bestraft werden kann. Und das geht eigentlich so nicht. Das hat das Bezirksgericht auch gefunden. Aber es ist schon nicht so, dass man auf dieser Ebene einfach und schnell zu einem vernünftigen Ergebnis kommen würde, oder? Also ich bin überzeugt, es sitzen jetzt wahrscheinlich Leute zusammen, die sich überlegen, wie sie trotz diesem Bezirksgerichtsurteil weiterfahren können mit der Bestrafung einer straffreien Menge. Und nichts anderes sich überlegen, oder? Ja, meine, ich mache sicher einiges an Rechtsberatungen. Es ist aber auch das Problem, dass quasi so etwas wie eine Versicherung oder ein Pool, wo man Geld sammelt, dass man dann sagen könnte, okay, nehmen wir mal die nächsten 100 Fälle und schauen, was passiert, oder? Und wenn es schief geht, dann hat es für jeden Fall 1.000 Franken. Dann kannst du ausrechnen, über was für ein finanzielles Polster man verfügen müsste, wenn man es tun wollte. Und dann kommt man halt sehr schnell auf enorme Beträge, oder? Aber was ich mache, ist sicher den Leuten das Feld aufzeigen, eben diese verschiedenen Stufen, die Konsequenzen von bestimmten Aussagen, aber letztendlich müssen sie dann selber machen, oder? Dass er, der dort das Urteil weitergezogen hat, also diese Ordnungsbuße weitergezogen hat, bis dann vor Bezirksgericht, er wollte das eigentlich auch nicht tun. Er wäre, nur weil sein Kollege, der Till Eigenheer, ein Jus-Student hat gefunden, das geht nicht. Man kann nicht jemanden bestrafen, oder? Für etwas, wo im Gesetz steht, ist straffrei. Also das ist wirklich absurd, oder? Und er war dann der Erste, der es wirklich geschafft hat, wirklich bis vor Bezirksgericht zu gehen. Aber er musste natürlich dem anderen auch irgendwie sagen, also wenn es jetzt noch schlimmer wird, dann zahle ich es halt, oder? Und das hätte ich jetzt auch gedacht, dass das Bezirksgericht vielleicht einen Freispruch macht, aber den Leuten trotzdem dann die 700 Franken Gerichtsgebühren, weil man halt doch mit der illegalen Substanz, bla 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 bla, irgend so Zeugs, oder? Machen sie immer wieder, machen sie auch im Straßenverkehr, wenn jemand unter den 1,5 Mikrogramm ist, dann sagen sie auch, okay, wir bestrafen dich nicht wegen Fahren unter Drogen, aber du hast das ganze Verfahren ja veranlasst, oder? Weil du ja doch irgendwelche illegalen Substanzen konsumierst, also musst du diese 2.000 Franken, 1.500 Franken, was es jetzt halt so kostet, der ganze Blutuntersuch, halt trotzdem selber zahlen, oder? Obwohl du eigentlich gar nicht unter Drogeneinfluss gefahren bist, oder? Genau. Also bei CBD hätte ich bis jetzt wirklich keine Vorschrift gesehen. Also es ist nicht im Betäubungsmittelgesetz. Es wird auch sonst nirgends reguliert. Ich würde aber auch sagen, dass ein paar Leute in der Schweiz dran sind, sich zu überlegen, wie sie denn CBD regulieren wollen. Das schon. Aber ob das jetzt in den nächsten Monaten oder Jahren dann nachher passiert, das ist eine andere Frage. Aber im Moment sehe ich keine Möglichkeit. Einfach wenn natürlich jemand ein CBD-Präparat in irgendeiner Form mit einer Heilmittelwirkung anpreist, dann fällt das natürlich unter das Heilmittelgesetz und ist in dem Sinn nicht zulässig. Aber der Konsum selber ist eigentlich kein Problem. Als Nahrungsmittel sehe ich auch, ja gut, es kommt natürlich einfach, also du musst einfach dann die THC-Grenzwerte vom, oder? Die müssen eingehalten werden und dann ist es eigentlich kein Problem, oder? Im Moment. Man muss aber schauen, was dann sie dann vielleicht wieder neue Regulierungen austüfteln. Also wenn man wirklich sagt, ja, die Einnahme selber, oder das ganze CBD, das ist so in einem Spannungsverhältnis zwischen Tabakersatzprodukt, Lebensmittel, Betäubungsmittelgesetz und so. Oder? Also, und dann ist einfach die Frage, bleibt zum Schluss noch ein Fleck übrig, der wirklich gar nicht reguliert ist? Im Prinzip würde ich sagen, im Moment ja. Oder? Also eine Pflanze mit 0,5% THC ist einfach legal, Punkt. Oder? Sie ist in dem Sinn zum Konsum, zum Verkauf, für irgendetwas, oder? Aber das. Ja. Eben wenn natürlich jetzt zum Beispiel Tröpfchen vorliegen, oder in einem typischen Medizinalfläschchen, im Prinzip kann sich natürlich das Bundesamt für Gesundheitswesen überlegen, ja, das wird vielleicht ohne Heilmittelanpreisung angeboten, aber es sieht aus wie ein Heilmittel, es fühlt sich an wie ein Heilmittel, es ist irgendwie eben doch ein Heilmittel. Und in dem Bereich, oder, da, aber das ist jetzt noch zu neu. Also normalerweise haben so Ämter schon ein paar Monate
bis sie das für sich geklärt haben, oder? Und das ist ja erst so ein bisschen am Boomen langsam, oder? Man sieht, so jede Woche versucht wieder jemand irgendetwas rund um CBD und so. Und man hat ja auch gesehen, damals mit den ganzen Hanfläden, das wurde ja auch über Jahre toleriert, auf eine gewisse Art, bis sie die Handhabe hatten, zum alle fertig machen, oder? Und es wird schon nicht ganz so laufen, weil es halt keine Betäubungsmittelbestimmungen gibt, oder? Das ist wirklich ein sehr scharfes Gesetz. Also das Betäubungsmittelgesetz ist wirklich, wenn man dagegen verstoßt, dann hat man also wirklich ein Problem. Und aber dort ist es nicht drin, CBD, bis heute nicht. Und von dem her ist es eigentlich frei. Allerdings muss man sagen, also jetzt habe ich mittlerweile die ersten Fälle, vor allen Dingen so ältere Leute, irgendwann, ich glaube ab 60 oder 70 muss man zur Fahreignungsüberprüfung wegen dem Alter. Und das sind dann Leute, die haben gemerkt, dass ihnen zum Beispiel solche, eben solche Fläschchen mit zum Beispiel 0,7 oder 0,9% THC eigentlich sehr gut tun, oder? Aber die sind dann machen sie einen Urintest bei dieser Überprüfung und die sind positiv, oder? Haben sofort natürlich ein Verfahren am Hals wegen Verdacht auf Drogensucht und blablabla. Und das ist jetzt nochmal ein neues Ding, oder? Also sobald natürlich du THC-Spuren aufnimmst, in irgendeiner Form, auch mit Lebensmitteln, kann natürlich eine Urinprobe durchaus positiv werden. Und in dem Moment gehen natürlich dann alle Türen, Verdacht auf Drogensucht und so weiter auf. Und gerade im Straßenverkehr ist das dann eben schon sehr, sehr schnell auf einer massiven Stufe, oder? Ja. Eben, es ist ein neues Feld. Es sind verschiedene Akteure, oder? Verschiedene Ämter. Die müssen zuerst einmal Sitzungen machen, gut bezahlte Sitzungen, schöne Protokolle schreiben. Und da muss man sich einmal einigen, wie soll man vorgehen, oder? Und das dauert einfach im Normalfall eine gewisse Zeit, bis die sich das überlegt haben. Und es ist natürlich ein bisschen schwierig, bei CBD wirklich zu sagen, also was ist das Problem, oder? Also du... Es gibt kein Problem. Und da muss man zuerst das Problem suchen, oder? Damit, und dann finden und dann kann man etwas tun vielleicht. Aber generell bei den E-Zigaretten, ja, das BAG ist dort halt einfach so, oder sie sind jetzt auch beim Kautabak, haben sie auch jetzt zugemacht, wenn ich es richtig gesehen habe, oder? Es gibt so ein paar Sachen, die dauern, oder? Bis dann so ein Amt sich wirklich entschieden hat, wie will es damit umgehen, oder lässt man es einfach einmal laufen, oder? Aber ich kann dir auch nicht ganz genau sagen, wieso sie jetzt bestimmte Sachen so ein bisschen tolerieren und andere weniger. Es kann aber auch sein, dass es in 3 Monaten schon wieder ein bisschen anders aussieht, oder? Weil es kommt sehr drauf an, eben, fängt jetzt jemand an, CBD-Sachen zu regulieren oder nicht, oder? Und das ist eine offene Frage, denke ich, im Moment. Also du hast zum Beispiel ein Stück Hasch oder einen Klumpen. Und du sagst, das ist kein Betäubungsmittel. Dann macht man eine Gaschromatographie und wenn das Ding dann eben 1% THC enthält, dann ist das ein illegales Betäubungsmittel. Genau das Gleiche. Ja, es gibt ein standardisiertes Messverfahren für Hanfpflanzen, das haben sie dann mal so ein bisschen zusammengestellt, weil in der Pflanze hast du eigentlich im frischen Moment, hast du eigentlich fast gar kein THC. Du hast nur THC-Säure. Die THC-Säure wird eigentlich vom Betäubungsmittelgesetz her nicht erfasst. Aber das hat ein langer Krieg damals zwischen den verschiedenen Messverfahren. Aber letztendlich haben sie jetzt ein Messverfahren, wo sie den Total-THC-Gehalt messen, den sogenannten Total-THC-Gehalt. Sie messen THC-Säure, sie messen THC und rechnen beides zusammen und das ist dann der THC-Wert. Es müssen, glaube ich, irgendwie so und so viele Pflanzen von einem Feld, der obere Drittel, geschnitten auf die und die Trocknungsebene und dann durch den Gaschromatographen. Aber es gibt dann wirklich ein Good Practice Protokoll, oder? Wo sagt, wie misst man THC in Pflanzen, in Hasch oder irgendwie? Und wenn das eigentlich, das kommt dann ein bisschen aus der Rechtsmedizin, oder wie misst man dann die ganze Sache? Oder von den Universitäten haben das auch mitentwickelt. Und wenn so gemessen wird, dann sind die Gerichte eigentlich zu 99,% bereit, diesen Messresultaten zu folgen, oder? Und genau das gleiche natürlich auch im Blut. Also wenn jetzt jemand im Straßenverkehr, musst du ja auch Blut nehmen und dann dieses Mikrogramm, diese 1,5 Mikrogramm messen, wobei das fast nicht geht, aber da gibt es auch bestimmte Messverfahren und wenn die eingehalten werden, dann wirst du vor Gericht dann nachher verurteilt, oder? Aber es wäre schon so, dass das, es wären definierte, vor allem bei den Pflanzen ist es eine definierte Feuchtigkeit, ich weiß nicht mehr genau, weil je nachdem, wie feucht die Pflanze ist, hast du natürlich einen völlig verschiedenen THC-Wert, oder?
Aber das wäre dann eigentlich standardisiert auf bestimmte Messverfahren. Aber das wäre dann vor allen Dingen so ein Thema, zum Beispiel von den Rechtsmedizinern her oder dann auch von den ganzen universitären Labors. Die haben dann eigentlich solche Anleitungen erarbeitet, wie misst man dann jetzt wirklich THC, oder? Ja, also wenn diese Hanfsamen in Verkehr gebracht werden sollen, dann müssen sie auf der Sortenliste stehen, weil es gibt eine Sortenliste für Hanf, die ist zwar leer, aber sie müssen dort drin stehen und sonst darfst du solche Hanfsamen nicht in Verkehr bringen. Es gibt noch einen Verweis auf die EO-Sortenliste, dort sind jetzt etwa 54 Sorten, glaube ich, das letzte Mal, wo ich geschaut habe, drin. Und diese Sorten sind eigentlich das, wie es so momentan aussieht, die man sicher in Verkehr bringen darf, oder? Ja, es darf nie über 1% kommen. Im gesamten Produktionszyklus darf nichts entstehen, was mehr als 1% hat. Also du darfst nicht eine Pflanze haben mit 15% und nachher nur die Samen nehmen. Diese Pflanzen sind illegale Betäubungsmittel. Und wenn du sie anbaust, nicht für deinen eigenen Konsum, eben zum Beispiel zur Gewinnung von Samen, dann gibt es sehr viele Staatsanwälte, die das als Vergehen beurteilen, weil es nicht für den eigenen Konsum ist, oder? Also das ist bereits bei 3 Samen passiert, Leuten, oder? Die gesagt haben, die haben 3 Samen in Holland bestellt und haben gesagt, ich will das als Zierpflanzen anbauen für meinen Garten. Einen hatte ich sogar, der hatte im letzten Jahr den Preis von seiner Wohnbaugenossenschaft gewonnen für den schönsten Garten und wollte jetzt das noch abrunden mit ein paar Pflanzen, kifft auch gar nicht, hat sich diese Samen bestellt und wurde dann wegen eines Vergehens bestraft, also wegen der höheren Stufe der Illegalität, oder? Weil nach Artikel 19, weil es nicht für den eigenen Konsum ist. Und gerade in Bern haben das sehr viele Staatsanwälte so auch entschieden, oder? Also von dem her ist es wirklich fast das Gefährlichste, wenn du so etwas machen willst, ist das eigentlich das Gefährlichste. Also mit THC-reichen Pflanzen einen Umgang haben, ohne selber zu konsumieren, je nachdem, oder das auszusagen im Protokoll, das kann einen durchaus nach einem Strafregistereintrag führen, oder? Jetzt musst du ein bisschen Leute. Ja, also das ist sicher die, und da müssen wir langsam schließen, he? Das ist sicher die entscheidende Frage, oder, bei den Übertretungen für den eigenen Konsum. Betäubungsmittel für den eigenen Konsum sind eine Übertretung, oder, die kleinere Form der Illegalität. Wenn das nicht klar ist, dass es für den eigenen Konsum ist, dann kann es als Vergehen geahndet werden, oder? Und das ist eigentlich auch die einzige Aussage in einem Polizeiverhör, die man wirklich machen sollte, dass das, was auf einem gefunden wurde, für den eigenen Konsum ist. Damit macht man klar, es ist 19a. Etwas anderes müssen Sie beweisen. Aber sonst ist natürlich schon der Hauptansatz in einem Polizeiverhör ist Schweigen, oder? Schweigen, abstreiten, die Aussage verweigern, soweit es irgendwie möglich ist, weil du wirst dich fast immer in zusätzliche illegale Handlungen diese zugeben und dann eigentlich nur die Strafe erhöhen, oder? Du bist geil. Für den Verein. Wo sind Sie am Stand? Dann kann ich schnell da abschließen. Nur noch einen Moment. Wir sind eh. Wo sind wir denn? Muss gar. Schön. Okay. Oh, geil. Ja, ist ja schön. Sag doch, dass es Geld ist. Geld, also ja, Geld nehme ich immer, oder? Gut. Cool. Wie? Ja, das darf man auch beim Geld. Denn die Dings, das ist dann wieder ein anderes Problem, genau. Naja, das ist schon 50, genau. Also ich kann es ja zeigen, oder? Also es ist wirklich. Es ist wirklich ein 50er noch. Nein, nein, nein. Nein, und das wäre jetzt zum Beispiel ein schönes Beispiel gewesen, wo ich auch zuerst gedacht habe, also weißt du, für mich ist es nicht das Problem, das wäre maximal eine Übertretung. Oder ich bekomme etwas geschenkt, was illegal wäre, das ist eine Übertretung, wenn ich es annehme, oder, und nachher rauche. Aber was sie dann gemacht hätte, das wäre jetzt das klassische Beispiel eines Vergehens. Und ein Vergehen zu begehen vor einer Kamera, oder, das ist wirklich das Dümmste, was man machen kann. Und von dem her habe ich gesagt, nein, ich will das nicht, oder? Wenn sie aber gesagt hätte, dass es einfach eine Spende ist für unseren Verein, dann, aber es hat so komisch ausgesehen, oder? Ja. Aber es war jetzt wirklich ein sehr schönes Beispiel, genau das ist genau der Punkt, oder? Wenn ein Polizist eine solche Übergabe von Betäubungsmitteln beobachtet, oder?
dann hast du ein Vergehen begangen, oder? Und dann sind eben sehr viele Sachen möglich. Untersuchungshaft, Hausdurchsuchung, Beschlagnahmung von Konten, Handys, Computern, quasi eigentlich alles, oder? Das ist wirklich das Problem, wenn man auf dem Verdacht, auf der Verdachtsstufe Vergehen steht, dann ist eine enorme Menge von Zwangsmaßnahmen möglich und wird auch durchgeführt, je nachdem. Und darum ist es wirklich eine heikle Situation dann, oder? Genau. Ja, ich weiß nicht, hat sonst noch jemand? Ja? Ja, das ist wirklich eine Frage. Das ist wirklich eine Frage, oder? Also beim Straßenverkehr, beim Führerausweis, dort habe ich schon sehr viele Meldungen gesehen untereinander. Jetzt, wenn du in der Schweiz einfach wenn du eine Ordnungsbuße bekommst, dann wirst du gar nicht gespeichert. Beziehungsweise es wird nach 30 Tagen alles vernichtet, das Material und auch wer du warst. Du kriegst auch nach dem 10. Mal Ordnungsbuße keine höhere Buße deshalb. Wenn es eine normale Übertretung ist, wegen der du verzeigt worden bist, dann bist du mindestens bei der lokalen Polizei, oder? Also wahrscheinlich sogar im ganzen Kanton dann, durchaus verzeichnet als jemand, der schon mal eine Buße wegen einer Übertretung bekommen hat. Und dann wird diese Buße auch höher beim 2., 3., 4. Mal erwischt werden, oder? Das ist schon das Problem. Aber diese Bußen sind bis jetzt noch nicht ersichtlich in den verschiedenen Kantonen. Sie sind dran, ihre Systeme zu vernetzen, dass sie auch solche Sachen dann nachher abrufen könnten. Aber bis jetzt fragen sie dich einfach, hattest du schon mal eine Buße wegen Cannabis? Dann sagst du ja und dann gibt man dir eine höhere Buße, oder? Die einzige Ausnahme davon ist das Strafregister. Also wenn jemand wirklich im Strafregister eingetragen wird, dann ist es für quasi sämtliche Amtsstellen in der Schweiz ersichtlich, dass dort schon mal, und dann wird es auch höher. Ich würde bis jetzt sehe ich keine direkten Dings, außer natürlich, jemand ist zur Verhaftung ausgeschrieben, dann müsste es über das Schengen-System eigentlich möglich sein. Aber sonst sehe ich bis jetzt noch nicht, dass sie direkt an Strafregister andocken können. Eigentlich habe ich das bis jetzt nie gesehen, muss ich sagen. Es ist mehr so, wenn es natürlich dann internationale, eben wenn es natürlich wirklich um eine größere Struktur geht, oder? Also die Grenze überschreitet, wenn dann mehrere Polizeikorps miteinander, dann diese Bande zum Beispiel, dann hast du natürlich schon einen größeren Informationsfluss zwischen den verschiedenen Ebenen. Und dann müssen sie sich zum Teil auch einig werden, wer bekommt welche Gelder von den Beschlagnahmten, oder? Das ist auch zwischen den Kantonen dann in der Schweiz so, wenn mehrere, das ist noch relativ schnell in der kleinräumigen Schweiz, oder? Dass mehrere Kantone zusammenarbeiten müssen in einer Strafverfolgung. Und dann gibt es so bestimmte Schlüssel, wie sie dann nachher dann die beschlagnahmten Gelder zum Beispiel untereinander aufteilen, oder? Aber jetzt wirklich ein absolut sauberes System quasi für ganz Europa, dass sämtliche Strafregistereinträge plus dann auch noch so kleinere Bußen und so weiter beherbergt, das hätte ich bis jetzt nicht gesehen, oder? Aber also man muss schon damit rechnen, dass es tendenziell eigentlich halt immer schlimmer wird, oder? Weil man immer einfacher Datenbanken vernetzen kann, wobei natürlich auch in diesen ganzen Datenbanken auch eine enorme Menge an Müll steckt, oder? Also gerade das, was dann die Polizisten eintragen in ihren einfach den laufenden Datenbanken, das wird zum Teil nie bereinigt, oder? Also dort steht dann drin, okay, sie haben dich verzeigt, nachher wirst du vor Gericht freigesprochen, aber der Freispruch findet nie den Ding in das Polizeiprotokoll, oder? Und das, wenn du natürlich dann mal so in solchen Systemen drin bist, dann kann es natürlich schon sein, dass quasi bei jedem Grenzübertritt, wenn dein Pass kontrolliert wird, bei jeder Polizeikontrolle immer wieder kommt, da war doch mal was, und dass man dann solche Leute verschärft unter die Lupe nimmt, oder? Und das ist sicher etwas, was noch massiv mehr zunehmen wird, das denke ich schon, oder? Ja, aber ich muss dir sagen, aber es ist schon eine interessante Frage zu wissen, wie weit eigentlich dann der Informationsfluss auf welchen Illegalitätsstufen im Schengen-Raum wirklich, wirklich geht und ob wirklich alle Polizeien dann auf alles Zugriff haben oder nur spezifische. Aber da bin ich bis jetzt wirklich einfach zeitmäßig nicht dazu gekommen. Das hängt natürlich dann immer auch ab, wie viele Spenden man bekommt und wie viel Zeit man hat zum Sachen abklären. Aber das wäre durchaus einmal eine sehr interessante. Ich hätte jetzt bis jetzt keine Fälle gehabt, wo jemand einfach mal so irgendwo in Europa rumspaziert ist und dann irgendwo eine Buße gehabt hätte und dann plötzlich in Paris
hätte ich nicht gehört. Von dem her denke ich, dass es eher nicht so weit ist. Oder? Aber für die nächsten 10, 15 Jahre würde ich schon sagen, ist es also, ja. Und sie sind dran, oder? Aber sie sind auch schon lange dran, nur schon die 26 Kantone mit ihren Bußensystemen zu vernetzen. Und sie haben dort noch irgendwelche Probleme, oder? Aber es ist schon zu befürchten, dass sie es irgendwann dann schaffen, oder? Das zu tun, genau. Ja. Ja, also grundsätzlich vom Gesetz her ist einfach definiert, was mehr als 1% THC hat, ist ein illegales Betäubungsmittel. Oder wenn es Hanfsamen sind oder Pflänzchen, die 1% erreichen können. Du bekommst einfach einen Strafbefehl. Wenn du dann findest, das ist nicht so, dann müsstest du einen Rekurs machen und verlangen, dass das Material wirklich untersucht wird, oder? Also das ist jetzt das, was natürlich jetzt enorm vielen Leuten passiert ist, oder? Also die, die jetzt CBD-Gras angebaut haben, zum Beispiel einfach ein Gewächshaus voll, oder? Da kann es natürlich trotzdem sein, dass irgendwann am Morgen um 6, 15 Leute kommen, dich mitnehmen, du verschwindest eine gewisse Zeit in Untersuchungshaft und sie erklären dir, dass sie im Fall schon sehen, ob das Drogenhanf ist oder nicht. Dann musst du ihnen erklären, dass es kein Drogenhanf sei und dass sie es gefälligst messen sollen, oder? Es kann sich aber dann ein paar Tage hinziehen, bis sie es dann wirklich gemessen haben. Und dann wirst du auch aus der Untersuchungshaft wieder entlassen und sie werden sich auch kurz entschuldigen. Aber das ist schon sehr vielen Leuten da passiert, oder? Kannst du dann versuchen, für Untersuchungshaft gibt es normalerweise ein paar Franken Entschädigung, aber der Aufwand dafür ist dann wirklich ziemlich groß, das dann zu tun. Aber in den meisten Fällen wird nichts gemessen. Es wird nie. Sie messen nicht standardmäßig, oder? Das haben Sie jetzt auch gemerkt, Stadtpolizei Zürich, der nette Sprecher, der Herr Cortesi, oder? Hat er gesagt, ja gut, wenn jetzt jemand mit dem C-Pure oder mit irgendeinem CBD-Gras rumläuft und einen Joint raucht, ja, das kann man nicht unterscheiden. Also gibt es eine Buße, ist doch völlig klar, oder? Und wenn du dann wirklich findest, du machst einen Rekurs, dann wird es analysiert, oder? Das heißt, und das ist ihre generelle Taktik, sie beweisen eigentlich einmal nicht so viel, oder? Sie arbeiten nicht so viel, sondern sie versuchen erstens, dass du Geständnisse ablieferst im Protokoll. Wenn das nichts wird, dann gibt es halt ein paar Verdachtsmomente und dann wird einfach mal ein Strafbefehl geschickt. Dann hast du 10 Tage Zeit, gegen diesen Strafbefehl Einspruch zu erheben. Wenn du das nicht schaffst, dann ist es so, wie es im Strafbefehl steht, auch wenn der nichts mit der Realität zu tun hat. Und das ist eigentlich ihre grundsätzliche Arbeitsweise, oder? Ja, das ist dann eben die Frage, die du innerhalb von 10 Tagen für dich klären musst. Lohnt sich das überhaupt, oder? Habe ich die Die meisten schaffen es nicht. Es ist nicht möglich, für die meisten durchschnittlichen Leute ist es nicht möglich, einen sinnvollen Rekurs allein innerhalb von 10 Tagen zu machen. Es geht nicht. Rechtsschutzversicherungen sind eigentlich generell bei Betäubungsmittelsachen, schließen sie eigentlich aus, alles. Jetzt könntest du sagen, es ist kein Betäubungsmittel. Das ist durchaus ein gutes Ding, ja, weil du sagst, es ist kein Betäubungsmittel, sie verdächtigen mich einer Betäubungsmittelhandlung, die ich nicht begangen habe, weil es geht nicht um ein Betäubungsmittel. Das ist auch die einzige Ebene, die beim Straßenverkehr dort mit den Rechtsschutzversicherungen funktioniert, dass wenn man halt wirklich sagt, man wird fälschlicherweise dieser Sache, aber eben, dann dürfen natürlich auch keine Tests nachher vorliegen, das Gegenteil beweisen, oder? Aber sonst sind eigentlich sämtliche Versicherungen schließen eigentlich alle Vergütungen in Bezug auf Handlungen, die das Strafrecht betreffen, ganz generell sogar, eigentlich aus. Oder? Also von dem her denke ich wirklich, ist es auch sehr, sehr wichtig, wenn man irgendetwas, sei es jetzt mit legalem oder mit illegalem Hanf, Umgang hat, dass man sich schon im Vorfeld überlegt, was, also wie geht man mit den verschiedenen Stresssituationen nachher um, oder? Also zum Beispiel jetzt einer von den Aargauer Hanfproduzenten, der Zierpflanzen vertreibt, er meldet aktiv jedes Kilo Blüten, das er für irgendeinen Sirup oder irgendetwas, also THC-arme Blüten, oder, liefert, dann telefoniert er zuerst der Polizei. Oder? Wenn er irgendjemandem 2 Pflanzen ins Schaufenster stellt, dann
telefoniert er proaktiv, oder? Also quasi jede Pflanze, die er verkauft, wird der Polizei, hey, das ist eine von meinen Pflanzen, macht da nicht einen Riesenaufstand und so, oder? Und dann kannst du natürlich schon gewisse Sachen entschärfen. Es ist einfach nicht unbedingt gerade das, was man eigentlich von einem legalen Produkt erwarten würde, oder? Das ist halt schon so. Aber all die Leute, die jetzt mit THC-armem CBD-Gras und so Umgang pflegen, also praktisch alle haben irgendwelche Probleme mit Behörden oder mindestens Gespräche oder man muss halt schauen mit den Nachbarn und so weiter. Es ist in dem Sinn halt nichts, was jetzt einfach so akzeptiert würde. Oder? Aber wenn das Messgerät zum Schluss weniger als 1% THC misst, dann ist es kein illegales Betäubungsmittel. Aber trotzdem kann natürlich ein Strafverfahren, vor allem wenn es sich über Monate hinzieht, das kann also wirklich enorme Nerven einfach kosten und Zeit, oder? Und dessen sollte man sich einfach dann schon auch bewusst sein. Und dann kann es natürlich auch sein, dass einzelne Pflanzen doch mehr als 1% haben, vor allem wenn sie aus Samen entstehen, oder? Hat es auch schon einige Fälle gegeben mit Hanfbauern, die dann eigentlich solches Saatgut verwendet haben. Und dann ist es eben wirklich die Frage vom Messverfahren, oder? Wer misst wie? Und dann kann es durchaus sein, dass irgendeine Spitze einer Blüte mehr als 1% THC enthält, oder? Aber solche Bauern wurden zum Teil auch wirklich freigesprochen. Aber nur schon ein Strafverfahren zu haben, ist halt einfach mühsam, oder? Kann sehr zermürbend sein für alle Beteiligten. Ja. Hätte ich bis jetzt wirklich keinen gesehen. Nein, also einfach dann, wenn es wirklich nicht um Betäubungsmittel geht, dann könnte ich es mir wirklich vorstellen, oder? Aber sonst sind eigentlich, meine ich, bei allen, eigentlich generell strafbare, vorsätzlich begangene strafbare Handlungen, oder? Die werden meines Erachtens von keiner Rechtsschutzversicherung in irgendeiner Form... Ja. Also letztendlich versuchen sie natürlich einfach, dass du gestehst. Wie viel hast du an wie viele Leute verkauft und dann rechnet man es hoch. Dann bleibst du eine längere Zeit in Untersuchungshaft, bis du es halt sagst. Wenn du dann immer noch nichts sagst, dann wird halt mal eine Schätzung gemacht. Wenn der Staatsanwalt findet, das ist etwa das, was man braucht, dann lässt er einfach einen Strafbefehl raus und schaut, was du tust. Aber im Normalfall wird bei solchen Sachen eigentlich ein Deal gemacht zwischen dem Verteidiger und dem Staatsanwalt. Also der Verteidiger und der Staatsanwalt sitzen zusammen, sagen sich, ja, es ist eh klar, irgendein Handel hat stattgefunden, der Staatsanwalt sagt, ich will 2 Kilo, der Verteidiger sagt, ich gebe dir 500 Gramm, du wirst gar nicht gefragt, oder? Die beiden reden, bis sie sich irgendwo geeinigt haben, bei halt 1,1 Kilo, also und so viel, und dann sagt dir dein Anwalt, das ist die Aussage, die du machen musst, dann geht man zum Staatsanwalt, du musst diese Aussage machen, dann wirst du bestraft. Im Normalfall läuft es eigentlich so, oder? Und die wirklich harten Leute, die halt dann auch über Monate hinweg schweigen in Untersuchungshaft und so, dort kann man dann durchaus noch etwas mehr rausholen, oder? Je nachdem. Aber es macht kaum ein Anwalt dann so etwas wirklich mit, oder? Weil er will ja auch einfach, er kann ja auch nicht unendlich viel an dem Fall verdienen, oder? Also gibt es irgendeinen Deal? Also es wird dort nicht, weißt du, wirklich bewiesen, in so wie man sich das klassisch vorstellen würde, oder? So richtig hieb- und stichfest, oder? Sondern man macht so ein bisschen Plausibilisierungssachen und zum Schluss gestehst du. Ja, das wäre so. Ja, also das ist sicher etwas, was sehr zu empfehlen ist, oder? Weil sonst ist es wirklich, aber es ist so, also weißt du, man muss jetzt nicht nur lachen im Fall. Also, wenn jemand wirklich vom Handel leben will, oder, dann bist du innerhalb von kürzester Zeit auf dem Ding. Und wenn du dann mit dem Polizist zusammensitzt und irgendwie den Deal aushandelst und dann sagst du so ein bisschen was, hey, du bist sehr schnell bei 10.000 Franken. Also wirklich, ich habe Leute gesehen, schon nach einer Viertelstunde protokollieren, bist du plötzlich bei 9.800 Franken.
Es ist wirklich krass, oder? Also das geht dann, weil das Problem ist, nach hinten ist es fast offen, oder? Bei Vergehen. Du kannst die letzten 10 Jahre hochrechnen. Oder? Also es ist wirklich, man muss sich wirklich überlegen, was man dann dort zugibt in einem Protokoll, oder? Aber es ist natürlich auch so, dass wenn man dann irgendwann mal, weiß auch nicht, 1-2 Monate in Untersuchungshaft gesessen ist und einfach nichts sagt, dann ist das sicher die saubere Linie, oder? Aber, also die wenigsten halten das ohne einen psychischen Schaden durch, oder? Sind sehr weh, eigentlich nur die habe ich kennengelernt, die irgendwo 1 Million versteckt hatten vorher. Die lachen dem Bezirksanwalt einfach ins Gesicht und sagen, ja, lass mich doch 1 Jahr drin, nachher habe ich meine Ferien, also was soll's, oder? Aber das sind wirklich sehr, sehr seltene Fälle. Die meisten sind eigentlich schon nach 1 Stunde Polizeieinschließung in der Polizeizelle eigentlich genug mürbe. Also nein, wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, die allermeisten machen eine komplette Aussage über ihres Leben, wenn der Polizist sie nur sanft einfach fragt, oder? Das ist nicht ganz einfach, in einem Polizeiverhör wirklich zu schweigen, oder? Ja, beim Erstgespräch hast du eigentlich kein Recht darauf so direkt, oder? Du kannst es natürlich verlangen und einfach nicht sagen, genau, du kannst die Aussage verweigern, aber da musst du auch damit rechnen, dass du halt je nachdem 24 Stunden oder ein paar Stunden, je nachdem wie viele Plätze sie halt frei haben in ihrer Polizeizelle, aber du darfst einen Anwalt haben. Allerdings muss man halt bei Anwälten, ist halt auch so ein bisschen das Problem, oder? Ich meine, was will ein Anwalt? Also wenn du wirklich Anwalt geworden bist, dann willst du dich eigentlich nicht mit Betäubungsmittelsachen beschäftigen. Du willst dich mit lukrativen Scheidungen beschäftigen vielleicht oder mit Wirtschaftsverträgen und mit so Sachen, wo du Stundenansätze von 500 bis 1000 Franken verrechnen kannst, oder? Das ist sicher die Elite der Anwälte. Und Betäubungsmittelsachen machen Anwälte im Normalfall eigentlich am Anfang ihrer Karriere, zumal das erste Geld zu verdienen. Aber ich habe auch sehr viele Anwälte gesehen, die überhaupt nicht auf der Seite der Klienten waren, oder? Sondern sie zum Teil noch tiefer reingeritten haben, weil sie sind nicht einfach, auch wenn man sie selber zahlt, sie sind nicht zwingend auf deiner Seite, oder? Sie sind ein Teil vom Justizsystem eigentlich. Sie schauen, dass es rechtsstaatlich sauber abläuft, aber sie sind deswegen trotzdem der Meinung, dass ein Kiffer bestraft werden muss und so weiter, oder? Das ist nicht ganz einfach und es ist auch wirklich nicht einfach, dann spezialisierte Anwälte zu finden. Also wir haben immer noch keine Liste mit Anwälten, denen ich wirklich vertraue und irgendwie sehe, dass sie eine Strategie haben, die nachvollziehbar ist und die man weiterentwickeln könnte, oder? Sondern die meisten Anwälte, wenn sie einen solchen Fall annehmen, dann blättern sie zuerst einmal im Betäubungsmittelgesetz und das hat mit einem Stundenansatz von 250 Franken oder was auch immer. Das heißt, ein Anwalt wird normalerweise eigentlich mindestens 1000 Franken Vorschuss, bevor er eigentlich überhaupt anfängt, oder? Und das ist halt das Problem auf den ganzen Konsumebenen, wo die Buße dann irgendwie 200, 500, 300, 850 und so Sachen ist, oder? Da sagen auch sehr viele Anwälte, also mir rufen auch viele Anwälte, wie? Wie meinst du bei 1 Kilo? Das ist egal. Die Menge spielt keine Rolle. Der Punkt ist es für deinen eigenen Konsum oder nicht? Also ich habe Leute gehabt, die haben 1,5 Kilo gehabt, oder? Für eigenen Konsum, Staatsanwaltschaft kann nichts anderes beweisen, dann ist es eine Übertretung. Es gibt genau die gleiche Buße, wie wenn du da draußen irgendwo ein paar Joints rauchst, oder? Dann ist es eine Übertretung, oder? Aber es ist natürlich schon so, wenn sie dich zum Beispiel mit 1 Kilo erwischen, dass dann natürlich der Verdacht auf Handel sehr, sehr groß ist, oder? Und du je nachdem auch mal 1-2 Wochen in Untersuchungshaft verschwindest, bis halt wirklich kein Beweis erbracht werden kann, dass es um einen Handel oder eine Weitergabe geht, oder? Das gibt es. Und da, es gibt keine. Es gibt keine. Kannst du sagen. Genau. Dann ist das so. Aber es kann durchaus sein, dass dieses Verfahren dann je nachdem monatelang andauert, oder? Dass sie dir trotzdem alle Konten beschlagnahmen und. Aber dass zum Schluss dann, also der krasseste Fall in dem Bereich hatte ich mit einem Banker, der hat eine fette Einfamilienhaus, eigentlich schon eine Villa und hat sich einen riesigen Grow Room eingerichtet, oder? Also wirklich big. Und wegen einem Einbruch oder irgendetwas ist dann die Polizei gekommen und hat gefunden, das ist, also er ist in Untersuchungshaft verschwunden ein paar Wochen, oder? Hat aber einen sehr gut bezahlten Job und hat dann das auch ganze, er ist heute noch dran, nach über 10 Jahren.
an diesem ganzen Verfahren, oder? Und dort haben sie ihn verurteilt wegen Weitergabe ohne einen Beweis. Und auch der Richter hat ihm gesagt, okay, wir können es Ihnen nicht beweisen, aber wir verurteilen Sie trotzdem wegen Weitergabe. Aber das ist wirklich, das ist Rechtsbeugung, also das ist auch vor Bundesgericht gescheitert, oder? Es hat das Bundesgericht gesagt, das geht so nicht. Und jetzt ist es wieder beim Kantonsgericht, aber das zieht sich wirklich. Also er hat über 10 Anwälte verbraten in diesen Dingern, weil sie dann nicht das machen wollten, weil sie gesagt haben, ja komm, zahl das, ist doch egal, das wird doch nichts und so, oder? Also wirklich Anwälte zu finden, die gegen dieses System kämpfen wollen, sie sind ein Teil davon, sie sind nicht, oder? Ja. Und das ist wirklich, aber sonst grundsätzlich gibt es keine Mengengrenzen, außer dass bis zu 10 Gramm für den eigenen Konsum ist laut Gesetz straffrei, oder? Und wenn du mehr als 100.000 Umsatz oder 10.000 Gewinn machst, sagt das Bundesgericht, das ist ein schwerer Fall. Aber sonst gibt es eigentlich in dem Sinn keine Mengengrenzen. Aber es ist natürlich schon so, ein Kilo erhöht den Verdacht auf Handel sicher. Aber es ist schon, also wenn du mit einem Gramm erwischt wirst und sagst, das ist der Rest von dem, was ich heute verkauft habe, dann ist das wirklich schlimmer, als wenn du mit einem halben Kilo rumläufst und sagst, es ist für meinen eigenen Bedarf, oder? Und ich habe auch solche Fälle, also Leute mit 3 Hanfsamen, gesagt haben, ein Samen verschenken, gibt ein Vergehen, ist weniger schlimm als jemand, der 20 Hanfpflanzen hat in voller Blüte, aber sagt, sie sind für den eigenen Konsum, oder? Die Menge spielt dort nicht den entscheidenden Moment, sondern es ist das Moment, für was wird es verwendet. Oder wie das Bundesgericht gesagt hat, Eigenverbrauch schließt Weitergabe aus, oder? Also entweder konsumierst du es selber oder du gibst es weiter. Und das ist der entscheidende Punkt, oder? Beides zusammen geht nicht und das muss man aber klären, um was es geht, oder? Aber wenn es keinen Beweis gibt, keine SMS, keine Aussagen gegen jemanden, dann habe ich durchaus, also der größte Fall war, glaube ich, 3,5 Kilo, den ich bis jetzt gesehen habe. Und der hat eine normale Buße bekommen, Stadtrichter am Zürich, 250 Franken. Nein, stimmt nicht, sie wollten noch 200 Franken wegen den Fotos. Sie haben noch sehr viele Fotos machen müssen von diesen 3,5 Kilo. Für die haben sie 200 Franken noch extra verrechnet. Aber sonst ist genau die gleiche Buße, wie sie dir auch gegeben haben für einfachen Konsum, bevor es Ordnungsbußen gab, oder? Weil es ist die gleiche juristische Ebene, oder? Also man muss sich im Vorfeld überlegen, welche sind die verschiedenen Ebenen der Illegalität und wie kommt man dort rein? Und aufgrund von dem Verständnis kann man sich auch überlegen, was will ich aussagen in einer polizeilichen Einvernahme oder was will ich wirklich verschweigen? Und ich glaube, das wäre schon die zentrale Botschaft, die ich euch da noch mitgeben möchte, sich das wirklich im Vorfeld zu überlegen, weil wenn die Polizei dann aus irgendeinem dummen Grund und wenn es ein Einbruch daheim ist, oder Polizei ist vor einem dort, sieht die Kiffutensilien, es gibt eine enorme Menge an Möglichkeiten, wie man mit der Polizei in Kontakt kommt, wegen THC-haltigem Hanf. Und in dem Moment, wo es soweit ist, dann ist es zu spät, sich wirklich das zu überlegen. Und das wäre wirklich das, was man im Vorfeld tun sollte. Und dann würde ich sagen, dann beschließen wir doch das einmal so auf dieser Stufe. Wir haben einen Stand, der Stand 104, Verein Legalize It. Könnt ihr gerne noch vorbeischauen. Ende September kommt die 10. Auflage des Shit Happens heraus, könnt ihr gerne bestellen. Und wenn noch so Weitergabehandlungen von Geldscheinen in unsere Richtung passieren, oder, dann kann man auch wieder Neues abklären und recherchieren und das ist auch immer wieder hilfreich. Dann würde ich sagen, noch eine schöne Canna Trade und gute Zeit. Ja? Vielen Dank.